Was bedeutet es, Teilnehmer bei Olympia zu sein? Ist es das Streben nach Größe, die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben? Ist es ein großes Theater, eine Bühne zur Unterhaltung? Findet man die Belohnung im Triumph? Oder erhält man den Lohn dadurch, dass man sein Bestes gibt? Teilnehmer bei Olympia zu sein, bedeutet vielleicht, sich bis zum Maximum zu verausgaben, zu gewinnen oder zu verlieren. Dass man zur Startlinie geht, ohne zu wissen, wie es ausgeht und einfach losläuft. Wir betrachten in diesem Film das Leben von vier Athleten, die in olympischen oder paralympischen Wettkämpfen sehr erfolgreich waren. Sie erlebten jedoch auch Anstrengungen und Niederlagen. Wir hören, was diese Athleten motiviert und wie sie in ihren Kämpfen und in ihren Triumphen Sinn finden. Im Jahre 2005 war Lauryn Williams die schnellste Frau der Welt. Doch für die Amerikanerin war nicht jeder Wettkampf ein leichter. Lauryn erlebte im olympischen Scheinwerferlicht sowohl Erfolg als auch Enttäuschung. Ich glaube, ich träumte schon als Kind davon, an Olympia teilzunehmen. Jedoch verstand ich erst, dass mein Traum in Erfüllung gehen konnte, als ich an die Universität von Miami kam. Dort realisierte ich, dass mein nächster Schritt in Richtung Profisport gehen musste und damit vielleicht auch zu Olympia. An der Universität von Miami qualifizierte sich Lauryn für die Olympiamannschaft und reiste zu ihren ersten Olympischen Spielen nach Athen. Während jeder Runde, die ich lief, dachte ich, gib dein Bestes, Lauryn. Und ich war wirklich begeistert, als ich ins Ziel kam. Nach dem Gewinn der Silbermedaille im 100-Meter-Lauf lief Lauryn in der erstklassig besetzten 4x100-Meter-Staffel der USA. Wir legten einen großartigen Start hin. Ich sah Marion kommen, ich rannte los und dachte, hey, wo ist dieser Stab? Als nächstes wurde mir bewusst, dass wir die Chance verpasst hatten. Sie gab mir den Stab nicht mehr, da wir bereits außerhalb der Übergabezone waren. Ich glaube, dieser Weg aus dem Stadion sind die längsten 2 bis 3 Minuten deines Lebens. Ich hatte das ganze Land blamiert. Das war alles meine Schuld. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich ins olympische Dorf zurückkam. Dort begegnete ich meiner Freundin Sonja Richards-Ross. Und sie sagte nicht, Himmel, was ist passiert? Sondern, komm her, lass mich für dich beten. Und da sieht man, wie Gott in so kleinen Momenten auftaucht und einen daran erinnert, dass dies nicht das Wichtigste ist und man darüber hinwegkommt. Bei den Olympischen Spielen 2008 hatte Lauryn eine weitere Chance, in der 4x100-Meter-Staffel zu starten. Die erste Läuferin startete und wir führten bereits. Als die dritte Läuferin kam, griff ich nach hinten und wieder war da kein Stab. Ich hörte meine Mitläuferin rufen und drehte mich um. Ich sah den Stab am Boden liegen und dachte nur, nicht schon wieder. Ich musste dieses Rennen einfach für mein Team zu Ende laufen. Trotz Lauryns Anstrengung wurde das US-Team vom Wettkampf disqualifiziert und verpasste die Endrunde. Das ist eine Riesensache, wenn man die Person ist, die für die vertane Chance verantwortlich ist. Wir hätten nicht nur eine Goldmedaille gewinnen, sondern vielleicht sogar den Weltrekord brechen können. Wir hatten nämlich in diesen beiden Jahren 2 wirklich schnelle Teams. In diesem Augenblick fühlte ich mich sehr allein.
Ich glaube, dass ich damals begann, umzudenken und mein Leben sich radikal änderte. Ich beschloss, 2010 eine Auszeit zu nehmen, um in mich zu gehen. Ich glaube, Gott wusste das. Er war bereit, sofort einzugreifen. Er zeigte mir einen Bibelkreis mit einigen Frauen, die zu der Zeit perfekt für mich waren. Sie interessierten sich nicht für die Athletin Lauren Williams, sondern für Lauren Williams, das Kind Gottes. Die Person, die Gott liebt und für die er das Beste möchte. Und ich begann, mein Leben wirklich für Gott zu leben. 2012 wurde Lauren erneut ausgewählt, Teil des Teams für die 4x100 Meter der USA zu sein. Sie lief in der Vorrunde, wurde dann aber nicht für die Endrunde nominiert. Dennoch war Lauren dankbar, Teil des Teams zu sein. Ich denke, dass ich durch meinen Glauben an Gott Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtete. Ich entschied mich, Mentorin zu werden für ein frisch zusammengewürfeltes Team. Und das war viel wichtiger, als selber wieder auf der Bahn zu laufen. Here they come now, Carmelita Jetta. This is a huge lead for America. Let's look out for the time. This is special. This is a world record. . 2012 zog sich Lauren aus der Leichtathletik zurück. Aber das war noch nicht das Ende ihrer olympischen Karriere. 2013 begann sie mit dem Training für Bobfahren. Meine erste Fahrt im Bob war schrecklich. Man duckt sich in einem dunklen Schlitten ohne Dach und rast mit 120 km/h nach unten. Glücklicherweise wurde es besser und dann war es fantastisch. Laurens Schnelligkeit und ihre Stärke waren ein Beweis für ihr Naturtalent im Bobfahren. Innerhalb des nächsten Jahres qualifizierte sie sich für die Olympiamannschaft der Vereinigten Staaten 2014 in Sotschi. Vor dem letzten Rennen lagen wir in Führung. Ich war so aufgeregt, da die Goldmedaille zum Greifen nahe war. Die Amerikaner taten sich bei ihrem Endlauf mit der siebten Kurve schwer. Sie kamen nur mit einer Zehntelsekunde Abstand hinter dem kanadischen Team ins Ziel. Also ging die Goldmedaille an Kanada und Silber an die USA. Silber zu bekommen war zwar etwas enttäuschend, doch wenn man realisiert, dass man einer von nur 5 Menschen ist, die in den Sommer- und Winterspielen Medaillen gewannen, und dass man die erste amerikanische Frau ist, die dies geschafft hat, dann muss man einfach lächeln und erkennen, dass Gott etwas Erstaunliches vollbracht hat. Es ist wirklich schwer, die Balance zu finden zwischen dem Wunsch, einerseits das Beste zu geben und Gold zu gewinnen und andererseits das Gold nicht so wichtig werden zu lassen, dass man nur dafür lebt und sich nur darüber definiert. Das habe ich geschafft, weil ich Jesus kenne und liebe, weil ich weiß, dass Jesus nicht möchte, dass ich eine Goldmedaille anbete. Mein eigentliches Lebensziel besteht darin, Gott zu ehren und nicht dafür zu sorgen, dass mir die Ehre gebührt. Es ist lustig. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich keinen behinderten Mensch. Ich sehe ein Geschöpf Gottes. Ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, wozu wir in unserem Leben fähig sind. Ob etwas unmöglich ist, ist reine Ansichtssache. Ich habe meine Behinderung nicht immer akzeptiert. Manchmal habe ich mit Gott gehadert. Ich habe immer wieder gefragt, warum? Warum ich? Schon als ich in die Schule kam, war ich anders. Die Kinder starrten mich an und es war mir peinlich. Manchmal wurde ich als Krüppel beschimpft. Und als Kind hat mich das wirklich verletzt. Da ich in Kamandukaya lebte, hatte ich keine Ahnung von Behindertensport. Doch als ich die Paralympischen Spiele in Athen sah, erkannte ich, dass es Sportarten für Menschen wie mich gibt. Vielleicht könnte ich eines Tages für mein Land starten.
und dann ging ich nach Sao Paulo zum Studieren. Dort lernte ich in 8 Unterrichtsstunden alle 4 Schwimmstile: Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil. Das war Gottes Art, mir zu sagen, das ist deine Gabe. Nutze sie, um von mir zu erzählen. Nach nur 2 Jahren Schwimmunterricht vertrat Daniel Brasilien bei internationalen Wettkämpfen. 2008 reiste er nach Peking, um an den Paralympischen Spielen teilzunehmen. In Peking schwamm Daniel tadellos und gewann mehrere Wettkämpfe mit großem Abstand. Doch im 50-Meter-Schmetterling fand er seinen Meister, den US-Amerikaner Roy Perkins. Trotz dieser Niederlage verließ Daniel Peking mit 9 Medaillen, mehr als irgendein anderer Teilnehmer. Diese Leistung wurde 2009 gewürdigt, als er den Laureus Award für den besten Behindertensportler des Jahres gewann. Da schaust du dir die Paralympischen Spiele an und nur 4 Jahre später bist du selber dabei. Du gewinnst sogar die meisten Medaillen. Es gibt Dinge, die wir nicht erklären können. Es gibt Dinge, die eindeutig Gottes Werk sind. Als es Zeit für die Paralympischen Spiele 2012 in London war, hatte Daniel die Ehre, die Fahne Brasiliens zu tragen. Die Fahne Brasiliens zu tragen war eine sehr emotionale Erfahrung. Ich schaute mich um und alle Athleten folgten mir. Daniel hatte in London eine zweite Chance, gegen Roy Perkins beim 50-Meter-Schmetterling anzutreten. Ich wusste, ich würde Roy wieder begegnen. Er ist ein großartiger Gegner und Athlet und ich war froh, einen so guten Athleten neben mir zu haben. Nach dem Start war ich vor ihm, doch nach 25 Metern sah ich, wie er aufholte. Auf den letzten 10 Metern konzentrierte ich mich auf den Endspurt und atmete nicht mehr. Daniel vollbrachte in London eine historische Leistung. Er gewann 6 Goldmedaillen und stellte 6 neue Weltrekorde auf. Im Jahre 2013 wurde er erneut für den Laureus Award nominiert, das zweite Mal in seiner Laufbahn. Ich war sehr bewegt, als ich realisierte, dass ich gewonnen hatte. Ich war der 4. Brasilianer, der den Laureus Award erhielt. Die anderen 3 waren Ronaldo, Pelé und Bob Burkis, der Skateboarder. Ich war also der 1. brasilianische Gewinner mit einer Behinderung. Durch diese Erfolge beginne ich zu verstehen, warum Gott mich so gemacht hat. Die Hauptsache aber ist, ihm zu dienen und das Leben als Nachfolger Christi zu leben. Denn all diese Erfolge vergehen, die Liebe Jesu jedoch bleibt ewig. Jesus schaut nicht darauf, wie viele Arme oder Beine ich habe. Er sieht auf unser Herz, deshalb fühle ich mich frei. Ich fühle mich ganz normal, gar nicht behindert. Ich liebe Eisschnelllauf. Ich liebe den Wettkampf. Als ein professioneller Trainer will ich immer gewinnen.
Li Yan ist die Cheftrainerin der chinesischen Short-Track-Mannschaft. Sie ist eine der erfolgreichsten Trainerinnen in der Geschichte des Sports. Aber ihr Weg zum Erfolg war nicht immer leicht. Ich wuchs in einer Soldatenfamilie auf. Wir lebten im Norden von China. Dort war es sehr kalt, also gab es nicht viele Orte, an denen Kinder spielen konnten, außer der Eisfläche im Freien. Ich war ziemlich klein und dünn. Aber ich hatte einen sehr starken Willen. Daher mochten mich die Lehrer der Sportschule. Meine ersten Olympischen Winterspiele waren 1988. Short Track war zwar nur eine Demonstrationssportart, aber die Medaillen waren die gleichen. Li Yan gewann bei den Olympischen Winterspielen 1988 drei Medaillen. Bei den darauffolgenden Winterspielen 1992 wurde Short Track eine offizielle Disziplin. In diesem Jahr trat sie in der Endrunde für den 500-Meter-Lauf an. Beim 500-Meter-Lauf wurde ich Zweite. Meine Medaille war Chinas erste offizielle Medaille im Short Track. Ich war so glücklich. Zwei Jahre später beendete Li Yan ihre Karriere im Eisschnelllauf. Im Jahre 2000 begann sie ihre Laufbahn als Trainerin, zuerst in Europa, dann in den USA. Ich kannte dort niemanden. Ich hatte Glück, dass ich ein paar Freunde traf, die mich zu einem Treffen von Chinesen im Weltgebetszentrum mitnahmen. In diesem Treffen und auch danach empfand ich die Menschen als sehr nett. Ich wunderte mich, warum diese gläubigen Menschen so freundlich und aufgeschlossen waren. Der Höhepunkt von Li Yans Karriere in den USA waren die Olympischen Spiele in Turin im Jahre 2006. Dort coachte sie den Starskater der USA, Apollo Ono, zu einer Goldmedaille. In diesen 4 Jahren in den USA entwickelte ich mich sehr weiter. Auch wenn ich nicht viel von der Bibel oder über die Christen wusste, wollte ich wirklich mehr darüber erfahren. Ich spürte es in meinem Herzen, dass es einen wahren Gott gab. Das war es, woran ich glaubte. Man glaubt mit seinem Herzen, darin besteht der wahre Glaube. So wurde mein Mann und ich Christen. In diesem Jahr erhielt Li Yan einen Anruf aus China und man fragte sie, ob sie die Trainerin der Nationalmannschaft werden wolle. Es war eine einmalige Gelegenheit, in China zu coachen. Einige Teammitglieder waren von ihrem Trainingsstil nicht begeistert. Zu ihnen gehörte ein berühmter Skater namens Wan Meng, der Gewinner der Goldmedaille bei den Winterspielen 2006. Meng hatte das Gefühl, dass Trainerin Li Yan die jüngeren Skater, den erfahreneren, vorzog. Zu Beginn hatte das Team einige Probleme. Ich wählte einen ziemlich sturen Lösungsansatz und sagte einfach gar nichts. Die Zeit ging schnell vorbei und ich kehrte in die USA zurück, um Urlaub zu machen. Meine Familie lebte zu diesem Zeitpunkt noch in den Staaten. Mein Pastor in Colorado Springs kam extra zu mir nach Hause und wir beteten gemeinsam. Das Beten machte mich stärker und ich konnte wirklich loslassen. Danach nahm ich mir vor, meinen Umgang mit den anderen in China völlig zu verändern. Ich wollte die Kommunikation mit dem Team verbessern.
Wenn sie mich brauchten, wollte ich für sie da sein. Dadurch schnitten wir bei Wettkämpfen deutlich besser ab, ganz besonders bei den Olympischen Spielen in Vancouver. Wir gewannen sämtliche Goldmedaillen bei den Wettkämpfen der Damen. Es war das erste Mal in der Sportgeschichte, dass ein Land alle Goldmedaillen gewann. Als ich Wan Meng vor Dankbarkeit auf dem Eis vor mir verneigte, war ich besonders berührt. Der Erfolg des chinesischen Teams setzte sich bei den Winterspielen 2014 in Sotschi fort, wo das Land die meisten Goldmedaillen gewann. Wenn wir unsere Erfolge anschauen, haben wir eine unglaubliche Leistung gezeigt. Aber gleichzeitig erkannte ich, dass wir bescheiden bleiben müssen. Je besser unsere Leistungen sind, desto bescheidener sollten wir damit umgehen. Denn diese Ehre gehört nicht mir. Ich hätte dies alleine nie geschafft. Ich verdanke das alles Gott. Gott gab mir diese Fähigkeiten. Und trotzdem habe ich noch viele Fehler. Ich bin nicht perfekt und weil ich nicht perfekt bin, muss ich mit der Hilfe von Jesus weiter wachsen. Das möchte ich anderen Menschen weitersagen. Sie sollen sehen und feststellen, O Trainer, Sie sind ein Christ. Wenn mich meine Sportler sehen, hoffe ich, dass sie denken, unsere Trainerin ist anders als die anderen, weil sie Liebe in sich trägt. Der Laufsport hat für Kenia als Nation wirklich einen besonderen Stellenwert. Wir haben sehr viele Athleten, die die kenianischen Farben stolz präsentieren. Und viele der Athleten kommen hier in Eton zusammen. Wir befinden uns in großer Höhe und wir haben gute Trainingsbedingungen. Alle Leute, selbst die Kinder, kennen die Athleten. Bei jedem Rennen, an dem ich teilnehme, weiß ich, dass viele Leute zuschauen. Es gibt viele Leute, die mich anfeuern und sie wollen, dass ich gewinne. Viele Athleten trainieren, aber gut zu trainieren ist das Problem. Gut zu trainieren ist nicht einfach. Man muss hart arbeiten. Seit meiner Kindheit liebe ich diesen Sport. Wenn es also darum ging, für die Schule oder bei Wettbewerben zu laufen, dann habe ich immer hart an mir gearbeitet, um sicherzugehen, vorne mit dabei zu sein. Nachdem ich die Schule abgeschlossen hatte, fing ich bei der Polizei an. Dort begann ich richtig zu trainieren. Während meines Trainings half mir ein Freund, John Common, Jesus Christus lieben zu lernen. Ich wohnte bei ihm in Eton und sah, wie er jeden Sonntag zur Kirche ging. Ich selbst ging aber nicht. Während wir trainierten, ging er zur Kirche. So war das. Er versuchte mich zu motivieren, auch dorthin zu gehen. Ich konnte genau sehen, wie er sein Leben im Griff hatte. Ich dachte mir, dieser Typ macht es richtig. Und eines Sonntags machte ich mich tatsächlich auf den Weg zur Kirche. An diesem Tag widmete ich mein Leben Jesus Christus. Es war ein Wendepunkt für mich. Von nun an kümmerte ich mich um meine Probleme. Und auf diese Weise konnte ich meine Leistung deutlich steigern. Im Jahr 2007 erhielt ich meine erste Chance, außerhalb Kenias anzutreten. Wilson begann seine Laufbahn, indem er an 10- und 20-Kilometer-Rennen teilnahm.
Aber sein wirklicher Erfolg begann, als er anfing, Marathon zu laufen. Im Jahre 2010 startete Wilson beim Marathon in Paris und beendete das Rennen als Dritter. 6 Monate später gewann er den Marathon in Frankfurt und legte eine Rekordzeit hin. Es war erst sein 2. Marathon. Bei den Olympischen Spielen in London im Jahre 2012 bekam Wilson die Chance, für Kenia am Marathon teilzunehmen. Er übernahm frühzeitig die Führung und gab das Tempo an. Nach 12 Kilometern setzte er sich von den anderen Läufern ab. Aber er hatte Schwierigkeiten, dieses Tempo bis zum Ende zu halten. Er wurde Dritter und gewann eine Bronzemedaille für Kenia. Die wahrscheinlich beste Leistung seiner Karriere zeigte er beim Marathon in Berlin im Jahre 2013. Den Weltrekord in Berlin zu brechen, war etwas Großartiges für mich. Es war schon immer mein Traum, Weltrekordhalter zu sein und einmal ganz oben zu stehen. Es gibt so viele Gaben und Talente, die Gott mir geschenkt hat. Das Talent zu rennen, habe ich von ihm. Ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Wilsons Weltrekord wurde 2014 durch seinen Landsmann Dennis Kilmetto beim Marathon in Berlin gebrochen. Doch obwohl er den Weltrekord verlor, gab Wilson nicht auf und gewann weitere Marathons. Siege in London und New York ermöglichten es ihm, den World Marathon Majors Titel im Jahre 2014 zu gewinnen. Es gibt so viele Talente, die ich Gott zu verdanken habe. Und Gott will, dass wir die Talente und Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, noch mehr einsetzen, dass wir sie multiplizieren. Ich erkannte, dass ich durch mein Talent in der Lage war, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ich habe dieses Hotel gebaut, das Kelo Resort. Nur der Bau dieser Anlage hat dazu geführt, dass ich jetzt mehr als 25 Mitarbeiter habe. Mit den Preisgeldern trug Wilson zum Bau eines neuen Kirchengebäudes in Eton bei. Er half auch bei der Finanzierung einer neuen Schule, die er als Direktor leitet. Wenn ich gewinne, veranstalte ich immer ein großes Fest hier in Eton. Wir feiern in der Kirche, die Gemeinde kommt zusammen und wir essen etwas. Es möchten so viele Leute dabei sein. Es kommen immer mehr. Etwas Gutes geschieht hier. Man findet irgendwo diese eine Person, die jung ist und so sein möchte wie Keep Sung, die richtig motiviert ist, die trainiert, die rennt. Und wenn man Geld hat, kann man so jemanden wieder unterstützen. Wenn es in der Bibel heißt, denkt an die anderen und an das, was für sie am besten ist, dann muss man das auch tun. Wenn es heißt, liebt einander, dann muss man das auch tun. Das versuche ich so gut wie möglich in meinem Leben umzusetzen. Was bedeutet es also, Teilnehmer bei Olympia zu sein? Manchmal kann es Sieg bedeuten, sogar Ruhm. Aber meistens heißt es einfach nur stundenlanges Training, mörderische Wiederholungen. Ein andauernder Kampf, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Die Athleten in diesem Film sind nicht nur durch ihren Siegeswillen motiviert, sondern auch durch ihren Glauben an Jesus Christus. Was mich am meisten motiviert, ist die Bibelstelle in Philipper 4, Vers 13. Alles kann ich durch Christus, der mir die Kraft und Stärke gibt. Ich glaube wirklich daran.
Ich bin überzeugt, dass ich das im Sport spüre, wenn mein Kopf mir sagt, es geht nicht mehr. Wo findet man dann die Kraft, um noch eine Wiederholung durchzuziehen? Sobald ich Jesus gegenüber ehrlich war, zeigte er mir viele Dinge und ich verstand, dass ich so wie ich bin dem Willen Gottes entspreche. Er schickte seinen einzigen Sohn, um an meiner Stelle zu sterben. Als ich dies verstanden hatte, begriff ich die Liebe des Vaters. In China, wo ich aufwuchs, gab es nicht viele Möglichkeiten, sich mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen wie dem Christentum auseinanderzusetzen. Als ich später in Europa anfing zu arbeiten, lebte ich in einer Kleinstadt. Damals gingen viele Leute sonntags zum Gottesdienst. Nachdem ich dort ein bisschen gelebt hatte, fragte ich mich, warum glauben so viele Leute mit verschiedenen Lebenshintergründen das Gleiche? Warum glauben sie von ganzem Herzen an Gott? Wenn ich auf das Jahr 2006 zurückblicke, als ich mein Leben Gott anvertraute, dann stelle ich fest, dass ich begann, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Auch wenn ich mich nicht qualifiziere und nicht die Möglichkeit bekomme, ganz oben mitzulaufen, kann ich trotzdem glücklich sein. Der Grund meiner Freude ist nämlich, dass Jesus mich gerettet hat. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist das Beste. Wenn ein Freund mich fragt, was er braucht, um eine Beziehung mit Gott zu führen, dann sage ich ihm, dass er erst verstehen muss, dass Gott ihn liebt. Unabhängig von dem, was er macht oder gemacht hat. Jesus liebt ihn. Aber er muss auch verstehen, dass er von Jesus getrennt ist und er deshalb Jesus mit seinem ganzen Herzen akzeptieren muss. Um eine Beziehung mit Jesus zu beginnen, musst du erkennen, dass du gesündigt hast, daran glauben, dass Jesus gestorben ist, um dich von diesen Sünden zu befreien und ihm dein Leben anvertrauen. Und bei diesem Gespräch handelt es sich lediglich um ein Gebet. Es reicht, ehrlich mit Jesus zu reden und ihm dein Leben zu geben. Mit dieser Entscheidung kann sich alles ändern. Wenn du glaubst, reicht das schon. Der Heilige Geist und Gott sind bei mir, um mir Rat zu geben. Sie passen auf mich auf und korrigieren mich. Sobald du Christ wirst, verändert Jesus dein Herz, sodass du Ruhe finden kannst. Ich fühle mich sehr gesegnet. Diese Art der Freude und das Gefühl des Friedens kommt aus tiefstem Herzen. Die Leute sagen mir, du lächelst immer. Das ist Jesus in meinem Leben. Du beschwerst dich nie. Jesus wirkt in meinem Leben und macht den ganzen Unterschied.